So funktioniert unsere neue Versandstation. Als erstes brauchen wir einen Versandkarton. Je nach Größe der Bestellung nehmen wir einen der drei Kartons. Versandlabel rein und jetzt wird euer Custom Shaker zusammengebaut. Zuerst der von euch gewählte Behälter, dann das Sieb und zu guter Letzt der Deckel. Den fertigen Shaker in den Karton und auf die Ablage. Dort nimmt sich dann eigentlich die zweite Person, in dem Fall ich, den Shaker, macht einen Double Check und beginnt mit dem Packen. Dafür kommt der Shaker in einen Produktkarton, wird versiegelt und in den Versandkarton gelegt. Jetzt noch Füllmaterial, eine Dankeskarte und Dextro Energy rein und das Paket kann zugeklebt werden. Zu guter Letzt noch das Versandlabel drauf und die Bestellung ist bereit für den Versand.